Hallo Leute, herzlich willkommen zu Technik for Fun und heute seht ihr, wie ich dieses Röhrenradio restauriere und Bluetooth einbaue. Ja, so sieht's hier vor der Restauration aus. Ich habe das Röhrenradio bei eBay ersteigern können, war relativ günstig. Technisch war es okay, bis auf dass es UKW nicht ging, aber das Chassis war ganz kaputt, also die ganze Seitenwand war abgebrochen. Ich habe es auch schon mal gereinigt und die Seitenwand mit Holzleim festgeklebt. Ja, so sieht's hier von innen aus, da haben wir Elko, Brückengleichrichter, alles mögliche, was halt in der Röhrentechnik verwendet ist. Darauf werde ich jetzt in diesem Video nicht genauer eingehen. Vielleicht kann ich dazu nochmal irgendwann ein anderes Video machen. Ja, wie schon gesagt, hier der UKW-Teil war kaputt, da ist die Röhre nämlich einen Kurzschluss hat die bekommen und dann ist der ganze Tuner abgeraucht, deswegen konnten wir da auch nichts reparieren. So, bevor wir anfangen, erstmal die Röhren beschriften und rausmachen, dass die schon mal nicht kaputt gehen können. Wie gesagt, das Ganze ist schon gereinigt, deswegen sieht es einigermaßen gut aus. So, auch die ganzen Kabel beschriften, bevor ihr die ablötet. Weil wenn er da wieder irgendeins falsch dran macht, ist das schlecht. Ja, das ist eins mit drei Lautsprechern, also einem von Basslautsprecher und zwei Seiten. Hier haben wir noch einen Schaltplan, der war da hinten unten drauf. So sieht das von unten aus, da müssen wir jetzt nicht sehr viel machen. Nur ein paar Kabel anlöten, das machen wir aber später. Jetzt wird das Ganze rausgebaut. So sieht's aus. Und jetzt schleifen wir erstmal das alte hier ab. So, das Ganze ist jetzt abgeschliffen. Sieht man jetzt nicht, aber man merkt, das ist nur, dass es ein bisschen rau ist und wir später die Holzspachtel besser auftragen können. Hier haben wir jetzt die Holzspachtel. Die tragen wir hier auf, vor allem an die Stellen, wo das Holz rausgebrochen ist. Dafür ist die relativ wichtig. Und wie wir uns entschlossen haben, lackieren wir es später eh weiß, deswegen fällt das dann nicht auf. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus, dann wird es nochmal abgeschliffen. Ihr müsst die Schritte mehrmals wiederholen, also abschleifen, dann nochmal neu spachteln, dann nochmal abschleifen, dann vielleicht nochmal neu spachteln. Also wir haben es jetzt zweimal hintereinander machen müssen, damit es halt dann schön ist. So, das ganze Metall schleifen wir ab und kleben es auch ab für den nächsten Schritt. So. Und jetzt wird das Ganze gesprayt. Dazu nehmen wir jetzt einfach einen weißen Spraylack. So sieht das Ganze aus, wir haben es jetzt zweimal gesprayt, ist schön weiß, hin und wieder haben wir eine kleine Nasen, aber ist jetzt nicht schlimm, fällt kaum auf. So, und jetzt machen wir das Tape ab. Ja, die Schrift schleifen wir einfach wieder frei und dann sieht das wieder gut aus. So, jetzt zur Technik, wir bauen hier so einen Bluetooth-Stick ein, die gibt es aus China, eBay für 3 Euro, das ist genauso einer, da fehlt nur die USB-Buchse und den bauen wir da jetzt auch ein. So, ja, dafür brauchen wir noch Strom, dafür haben wir jetzt so ein Handy-Ladegerät, 1 Ampere, das ist übertrieben bei 5 Volt, brauchen wir nicht unbedingt, aber wir haben es. Eine Cinch-Buchse und einen Umschalter für die Cinch-Buchse und das Bluetooth. So, das Netzteil haben wir jetzt aufgemacht, so sieht das von innen aus und jetzt wird erstmal hier ein Loch reingemacht vorne, dass wir die Kabel durchführen können. Und ja, jetzt werden die Kabel auch an das Netzteil angelötet. Wir haben jetzt die 230 Volt Kabel angelötet und die 5 Volt Kabel für den Ausgang. An das Bluetooth Modul kommt ein Spannungsteiler für den Musikausgang, da wir ja ein Monosignal benötigen. So, jetzt werden hier die Seitenblenden eingesetzt, die werden einfach draufgesetzt und werden dann später mit Heißkleber verklebt. So, das sind die Seitenlautsprecher, die kommen dann auch wieder dran. Das Ganze ist jetzt verklebt, das hält perfekt und jetzt kommt die Frontblende wieder rein. Den Stoff lasst ihr einfach so, da macht ihr am besten gar nichts, sonst geht er schnell kaputt. Ja, so schaut das Ganze bis jetzt aus. Jetzt piepsen wir mit dem Multimeter durch, wo Kontakt ist, also erstens am Stecker, und schauen dann, wo Spannung anliegt, wenn der Taster oder Schalter angeschaltet ist. Ja, der eine Pol liegt hier und der Neutralleiter habe ich jetzt nicht gefunden, deswegen schneide ich einfach das Kabel auf und mache eine Lüsterklemme rein. So ist es das Ganze jetzt, hier mit Lüsterklemmen befestigt und das Netzteil habe ich einfach zwischen den Elko und den Trafo geklemmt. Ja, hier kommen dann die 5 Volt für das Bluetooth-Modul an. So, hier haben wir das ganze Teil. Hier ist der Eingang, normal für den Plattenspieler oder andere Geräte, in dem Fall unser Bluetooth-Modul. Ja, da wird dann das Kabel dran gelötet und das machen wir jetzt von der Rückseite. Hier haben wir es, das Kabel ist dran gelötet, das Kabel hat jetzt leider
keine Abschirmung, aber man hat trotzdem keinen Brummen. Also das funktioniert ganz gut. So, jetzt wird das Ganze wieder eingebaut. So schaut es aus, wieder alles festgeschraubt und jetzt wird wieder alles angelötet. So, hier vorne habe ich jetzt mit Lüsterklemmen das befestigt, einmal die Chinchbuchse und den Umschalter. Mit Lüsterklemmen daher, dass man das Ganze dann abmachen kann. Ja, hier ist das Netzteil zwischen dem Elko und oben an der Front ist das Bluetooth-Modul, was halt da ist, dass es einen guten Empfang hat. Ja, so sieht das jetzt aus. Schön die alten Röhren und hier die neue blinkende Technik. Ja, also das funktioniert alles perfekt mit dem Bluetooth. Und lässt sich auch verbinden mit dem Handy. Jetzt noch ein Soundcheck. Bluetooth ist jetzt verbunden. So. So ist nur der hier mit 3D. Machen wir dann hier auch noch die zweiten Lautsprecher. So, hier haben wir nochmal schön die Röhren beim Glühen. Sieht wirklich schön aus. Und ja, so schaut das Radio fertig aus. Es ist wirklich schön geworden. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Könnt mich gerne auch abonnieren. Und folgt mir gerne mal bei meinen ganzen Social Media Sachen.